So, hallo, wir machen weiter bei Iwannamaker und das letzte Mal haben wir meine Playlist weitergespielt und die spielen wir immer noch weiter, denn im Moment geht das am schnellsten. So, die Level haben wir jetzt, man sieht auch, dass er abgehakt ist, das ist ganz gut, damit weiß ich dann immer, was ich gespielt habe. Das ist sehr praktisch und ja, wir machen einfach in der Liste weiter. Das sind jetzt alles Level von Echo Mask, ne, ist klar, ah, bis auf das hier. Aber, ne, es wird mit der Zeit auch, es sind halt Level. Okay. Dafür hat Random Eric hier den ersten Clear gemacht. One-Screen-Puzzle. Mal gucken, ob wir es lösen können. Maus ist aus dem Bild, sehr schön. Wo bin ich überhaupt? Da bin ich nicht. Unten links bin ich. Kann ich da hoch? Ja, hoch nicht, aber ich könnte durch. Okay, good to know. So, der klaut mir jetzt meinen Doppelsprung, ne? Genau, sehr schön. Dann kann ich gar nichts falsch machen. Jetzt kriege ich meinen Doppelsprung wieder. Okay. Das dreht mich rum. Das hat nicht hingehauen. Aber wenn das alles in diesem einen Screen stattfindet, ja, ich krieg keinen weiteren Checkpoint. Ich muss es nicht nur in einem Screen schaffen, ich muss es auch in einem Durchlauf schaffen. Okay. Da springe ich vor Freude einfach dreimal in die Stachel rein. Ich werde dann gleich mal überlegen, ob man irgendwo Checkpoints hätte setzen können, aber wahrscheinlich nicht. Ne, hier will ich nicht. Ne, hier komme ich nicht weiter. Muss ich dann... Okay. Ach, wir kommen noch nicht weiter da oben. Aber gleich. Aber hier, ne, also hier weitergehen ist Quatsch. Das ergibt keinen Sinn. Ich brauche auf jeden Fall den Dreifachsprung. Ich komme dann oben nicht hin. Das ist doch eigentlich das gleiche wie der Sprung hier runter. Macht doch eigentlich gar keinen Unterschied. Huh. Das war interessant. Eigentlich hätte ich doch jetzt sterben müssen, so wie ich in die Stachel reingesprungen bin. Aber gut. Soll mir recht sein. So. Ah, jetzt ist der weg. Das darf safe nicht passieren. Ja, aber wie... ach so. Ach so. Nee. Ich muss es irgendwie schaffen... ich wette, ich muss es irgendwie schaffen, diesen Gleitschirm zu behalten. Und dann nämlich... oh Gott. Kann ich mit dem Gleitschirm mehrmals springen? Dann hätte ich einen Weg im Kopf. Oh Gott. Also, Idee. Man sammelt sich hier den Gleitschirm. Man macht den Doppelsprung in den Pfeil rein. Dadurch wird der Doppelsprung reloaded? Fragezeichen.
Dann habe ich hier unten einen Doppelsprung, habe immer noch den Gleitschirm. Dann segel ich hier runter. Ja, aber jetzt müsste ich noch einen Doppelsprung haben, um in den Fall zu kommen. Weil dann segel ich hier rüber, segel hier in den Dreifachsprung rein. Und wenn wir den Dreifachsprung haben, sind wir fertig. Weil dann bin ich hier. Nee. Ich bin ja verkehrt rum. Oh, holy, ich bin ja verkehrt rum. Dann stehe ich hier. Gut, dass übrigens die Maus im Bild ist. dann stehe ich hier. Komme ich dann... Eins, zwei... Ja, vielleicht komme ich da rein. Ja, aber dann ist Schluss. Wenn ich da drin bin, ist Schluss. Ich müsste irgendwie wieder rumdrehen. Ich komme auch nicht hier rund. Gleitschirm. Runter. Schwerelosigkeit wird wieder umgedreht. So, zack, zack. Ja, dann bin ich hier. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob ich noch einen Sprung habe, weil wenn ich keinen Sprung mehr habe, komme ich da nicht rein. Aber wenn ich da nicht reinkomme, wäre ich ja an der gleichen Stelle, wie wenn ich hier einfach den Stern nehme und mich hier hinstelle. Also das würde ja überhaupt nichts verändern. Ich muss noch einen Sprung haben, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Dann segeln wir hier rein. So, dann segeln wir hier durch, ganz fix wahrscheinlich irgendwie. Dann segeln wir hier runter. So, dann müssen wir zu dem Stern. Die Schwerelosigkeit geht aber noch in die Richtung hier. Also stehen wir dann hier. Dann kommen wir hier ran. Dann kommen wir hier hoch. Dann springen wir hier drüber, dass wir den nicht mitnehmen. Dann sind wir hier mit Dreifachsprung. Mit Glück kommen wir irgendwie hier durch und landen hier. Aber hier hätte ich auch so landen können, wenn ich von hier aus hinspringe. Also das ist nichts Gewonnenes. Aber wenn ich hier bin, komme ich nicht. Wenn ich hier bin, ist vorbei. Hier darf ich gar nicht landen. Wenn ich hier lande... Mit Dreifachsprung? Oh Gott, wenn ich hier mit Dreifachsprung lande, könnte ich möglicherweise wieder hier landen. Der Schirm kommt, glaube ich, nicht wieder. Aber ich könnte jetzt wieder die Schwerelosigkeit umstellen. Denn ich habe jetzt ja den Dreifachsprung. Ich kann ja hier landen. Dann habe ich hier den Sprung und kann hier wieder raus. Dann muss ich mit... Gott, dann muss ich mit dem Dreifachsprung weit. Also jetzt ist die Schwerelosigkeit wieder umgestellt. Ich muss mit dem Dreifachsprung hier durch, dann hüpfe ich da hoch, dann hüpfe ich da hoch und dann sind wir fertig. Das ist viel zu viel auf einmal. Und vor allem, es scheitert ja jetzt schon an der Idee, da nochmal einen Sprung zu haben, wenn ich beim roten Pfeil bin. Aber wie soll es sonst gehen? Also ich fände es gut, wenn ich zumindest in der Theorie dieses Puzzle jetzt gelöst habe. Das finde ich gut. Weil in real werde ich es nicht lösen. Sage ich jetzt schon. Da bin ich raus. Wait a moment. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Moment. Also, wenn es möglich wäre, mit dem Schirm hier durchzusegeln, wenn das möglich wäre, müsste ich überhaupt nicht hier zu dem Stern segeln, sondern könnte... Na, wobei, die Stachel hier ist zu weit unten. Ah, okay, vielleicht verhindert gerade die das, was ich mir gerade denke. Dass ich da hier einfach ins Ziel segle. Aber im Moment, in 22 Sekunden wurde das geschafft. Was ich jetzt gerade überlegt habe,
dauert doch länger als 22 Sekunden. Ich meine, es sind ja hier schon 10 Sekunden rum. Das heißt, entweder die 22 Sekunden sind ein Breakweg. Die 22 Sekunden müssen ein Breakweg sein. Und zwar glaube ich genau der Breakweg, den ich gerade gesagt habe. Dass man mit dem... Ja. Dass man mit dem Schirm nämlich da durchsegeln kann, direkt zum Ziel. Das ist der Breakweg. Vielleicht schaffen wir zumindest den Breakweg. Ich darf nicht... Wie mache ich das denn? Oder muss ich... Oh! Nee. Doch! So rum geht's. So rum geht's. Durch den Pfeil kriege ich ja nochmal einen Sprung. Ich bin doof. Durch den Pfeil kriege ich ja nochmal einen Sprung. In der Schüssel. Haha! Und jetzt segeln wir nämlich... Ja, jetzt haben wir da unten nämlich den Sprung übrig. Jetzt haben wir... Ja, dann haben wir hier nämlich den Sprung übrig, können dahin zurück, segeln hier durch und segeln hier ins Ziel. So machen wir's. So machen wir's. Und wenn ich die Break-Variante geschafft habe, versuche ich mich nochmal an der normalen Variante. Aber dann habe ich zumindest schon mal das Level geschafft. Ja, so rum ist es richtig. No! Aber vielleicht ist auch die Break-Variante enorm schwierig, da durchzukommen. Das wird ja sicherlich einen Grund haben. Der hat ja sicherlich daran gedacht und deswegen den auch hier unten hingesetzt und nicht hier oben. Das wird sicherlich der Grund gewesen sein, aber wahrscheinlich kam... Lixie trotzdem dadurch. Jo, ich bin dumm. Der rote Pfeil gibt mir auch noch mal einen Sprung zurück. Ich muss da nochmal springen. Sonst segel ich da voll in die Lücke rein und dann ist wieder alles vorbei. Dann haben wir genauso viel gewonnen wie vorhin. Ja, dann funktioniert es natürlich nicht, dass man hier Checkpoints zwischendurch setzt, weil man immer wieder die Bereiche neu betritt. Na, man geht ja immer wieder durch. Und dann ist der Checkpoint natürlich Schwachsinn. Ja, Checkpoint funktioniert hier überhaupt nicht. Na, du kannst nicht sagen, ich setze jetzt hier einen Checkpoint hin. Na gut, doch, kannst du schon sagen, weil hier kann... Nee, weil dann ist ja die Schwerkraft verkehrt rum, ne? Dann müsste man... Dann könnte man aber zumindest hier einen Checkpoint hinsetzen. Hier wäre der Checkpoint möglich. Ich glaube, da ist nichts verloren. Ich habe meinen Zweifachsprung. Ja, da, hier könnte man einen Checkpoint hinsetzen. Hier wäre es, glaube ich, legitim. Komm schon! Okay, wie? Wie hat Lixie das gemacht? Genau deswegen ist die Stachel da. So ist es. Genau deswegen ist die Stachel da. Nee, da komme ich nicht durch. Aber Lixie hat es ja irgendwie in 22 Sekunden geschafft. Und das ist genau die Zeit, die da entsteht. Das kann nicht der normale Weg gewesen sein. Wir müssen dieses Level schaffen, schon alleine, um uns das Video anzugucken von Lixie.
Schon alleine dafür müssen wir das Level schaffen. Jetzt spiele ich echt den ganzen Video nur dieses eine Screen-Puzzle. Aber ich bin angefixt. Man müsste es schaffen, hier den Sprung zu behalten. Ich müsste bei dem, nach dem roten Pfeil dürfte ich den Sprung nicht verlieren. Dann, Entschuldigung, dann wird es funktionieren. Das ist der einzige Weg, der möglich ist. Wenn ich den Sprung weg habe, komme ich da oben nicht mehr durch. Es muss also möglich sein, hier durchzukommen, ohne... Ich glaube, das ist der Weg, den Lixi gegangen ist. Dass man hier es schafft. Aber das geht auch nicht. Auch da segel ich voll dran vorbei. So weit, so viel kann ich gar nicht. Faszinierend. Na gut, wir versuchen mal den normalen Weg. Ja, das hat gut hingehauen. Es ist halt zum Glück... Das Plattforming selbst ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Nur die Menge ist halt das Problem. So. Und jetzt kann ich hier hin. Und jetzt kann ich hier hin. Und jetzt kann ich vorsichtig... Ich darf halt nicht, ne, in den Rand hier rein. Das ist das Problem. Der Rand killt mich halt dann auch wieder. Ich darf auf keinen Fall den schwarzen Stern mitnehmen. Ich muss oben rum. Dürfte ich nicht oben rum, wären da Stacheln. Safe wären hier Stacheln unten. Wenn ich nicht oben rum dürfte. Wie hoch darf ich da, bevor ich... Oh, da darf ich sogar relativ hoch. Ah, wahrscheinlich, weil das nicht dieser typische Boden ist. Ja, aber jetzt ist halt, ne? Wie jetzt weiter? Ich meine, ich habe eine Idee, aber die gefällt mir nicht. Okay, jetzt muss ich es wieder schaffen zum Umdrehen und dann haben wir es. Ich muss es nur noch zum Umdrehen schaffen. Jetzt darf ich nicht mehr sterben. Im Prinzip haben wir es. Ich bin gerade leicht aufgeregt, ne? Yikes! Okay, der Sprung wird nochmal böse. Wie mache ich denn den Sprung? Nein! Ich mache ihn gar nicht. Scheiße. Wenn ich hier bin... Geht's nach hier weiter, hier hoch, hier rüber. Shit, das habe ich zu spät gesehen. Okay. We can do it. We can and we will. I will not stop this video before I manage to beat this level. Also außer es brennt. Dann würde ich sagen, können wir doch das Level mal stoppen. Na, wenn es hier in meinem Zimmer anfängt zu brennen, würde ich schon sagen, könnten wir das Level stoppen. Das Video. Das wäre vielleicht ein Grund zu sagen, ja, man könnte die Aufnahme mal kurz pausieren. Ne? Aber wenn nichts Unmenschliches passiert, wird dieses Video hier nicht gestoppt. Bevor wir dieses Level nicht geschafft. Wir haben es ja fast. Also. Scheibenhonig. Ja, das war's.
Wobei die Frage ist. Nein, das war's nicht. Haha, Backup. Backup, wenn man den Stern erwischt. Nice. Die Backup-Strategie ist real. Okay. Keine Scheiße bauen jetzt. Oh Gott, Guys. Ich darf jetzt halt wieder nicht in den roten Pfeil rein. Oh Gott. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Mama. 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 Ich will nicht. Oh Gott. Oh, yes. Yes. Jetzt noch ein Troll am Schluss. Got it. Oh Mann, das hat sich gut angefühlt. Oh, das hat sich böse gut angefühlt. So, zeig mir den Weltrekord. Wie hat RCS das geschafft? Lixi, was hast du getan? Ich wette das, was ich gesagt habe. Aber wie? Huh? Wait, what? What? Das ist der normale Weg. Oh. 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 Ich hab's mir viel schwerer gemacht als... Ich hab's mir viel... Wait. Wait, bin ich eine extra Runde gelaufen? War das gar nicht so gedacht? Aber das war so gut gebaut. Als wäre es genauso gedacht. Ich meine, wozu ist sonst dieser Gang da oben da? Aber ja, natürlich funktioniert das auch. Aber ja, natürlich funktioniert das auch. By the way, schöne Strategie, direkt den Pfeil mitzunehmen und dann gleich den Sprung zu machen. Nein! Aber wieso bin ich auf die Idee nicht gekommen? Jetzt würde mich echt interessieren, Echo Mask. War das so gedacht, wie Pixie es gespielt hat? Oder war es so gedacht, wie ich es gespielt habe und du hast den Weg von Pixie nicht bedacht? Weil ich verstehe sonst nicht, warum du da drüben den Gang aufgemacht hast, wenn du es so gedacht hast. Dann gäbe es den Gang da ja gar nicht. Oder du hast gedacht, es gibt einfach mehrere Möglichkeiten. Das kann natürlich auch sein. Aber schaut mal, wie wir jetzt einfach durchrennen. Oh shit. So viel dazu. Die Musik ist auch cool. Da spielt man das Level doch immer wieder gerne. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr Level baut, die furchtbar sind, macht schöne Musik rein. Dann ist man nicht so komplett demotiviert. Und umgekehrt, wenn sozusagen die Musik böse nervig ist. Oh, lol. Oh, lol. Das geht halt wirklich easy. Ja, moin. Okay. Gut, aber damit haben wir ein Video wieder geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal die Sky Zone. Und vielleicht mal mehr. Mal gucken. Vielleicht mal mehr. Ne? Tschüss.